Tag Nummer 3 hier, oder? Ja. Let's go to Saint-Tropez. Warum filmst du die Tür? Wollen wir das so machen? Angekommen hier in Saint-Tropez nach einer kurzen Parkplatzsuche durch die kleinen Gästinnen hier mit ihren schicken Läden auf dem Weg. Unser Ziel, das Dior Café, der erste Halt. Leider hatten wir keine Reservierung, konnten das Ganze nur von außen begutachten, aber eine mega schicke Location, wenn man vor Ort ist. Bitte reservieren, trinkt einen Kaffee, esst ein Stück Kuchen. Bitteschön. Eingecheckt hier im Café Paris, direkt an der Riviera, direkt wo die schicken Yachten stehen. Und ich muss nur sagen, es war alles lecker, Kaffee sehr gut, Stück Kuchen sehr gut, aber für das Ganze, für 2 Espresso, einen Kaffee, Flasche Wasser, ein Stück Kuchen, 40 Euro. Ja, das schmeckt anders. Ich mache hier gleich mal, solange wir hier noch im Kaffee hocken und ich es nicht vergesse, also es ist sehr, sehr kostspielig hier, dieses Café, aber eben musste ich aufs WC. Und auf dem WC gibt es halt eben eine Dame, die sich um die Sauberkeit kümmert und diese verlangt halt eben auch noch Geld. In einem Restaurant, Bar, Café, wie auch immer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man sich das hier antun soll oder muss oder kann oder wie auch immer. Was sagst du? Also das mit der Klo-Dame hat mich, war gerade eben schon lustig. So, just angekommen in der Stadt Grasse, oder heißt das Grasse? Also wird auf jeden Fall Grasse geschrieben. Auf der Spur des Filmes Das Parfüm, Le Parfum. Weil hier ist der Handlungspunkt. In dieser Stadt handelt sich alles hier um das Parfüm. Hier gibt es auch ganz viel Lavendel. Und es ist die Quintessenz von Chanel Nummer 5. Der Rosenduft aus Chanel Nummer 5 ist hier aus Grasse oder wird hier in Grasse gewonnen. Und der Jasminanteil, der hier gewonnen wird, geht fast nur an Chanel Nummer 5. Also reicht nur, um Chanel Nummer 5 herzustellen. Und auch hier, wo wir jetzt gerade eben hergekommen sind, haben sie wie in Novigrad überall diese Regenschirme. Jetzt haben sie einfach hier mal random paar, aber Hauptverkehrsstraße, weil alles voller Regenschirme. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir sind einfach mal jetzt freie Schnauze hierher gefahren, ohne irgendwas großartig zu googeln. Aber vielleicht, keine Ahnung, ein Museum da hinten. Man
muss auf jeden Fall sagen, dass Grasse einen sehr ruhigen Eindruck gemacht hat an dem Tag. Wir waren kaum Touristen unterwegs. Es war sehr, sehr angenehm, auch durch die Gegend hier wieder zu schlendern und natürlich, wie wir auch gleich sehen können, diese Regenschirme zu bewundern, die eine Art Berieselungsanlage haben, aber nicht nur irgendwie nur Wasser, sondern da wird ein Duft versprüht. Und das in der halben Stadt. Wie schön, schön. Der Podium geht nach oben. Ja, der ist gut. Der ist leicht, wie ich mag. Ich riech bis hierher. Nicht so. Ist voll intensiv. So, und hier haben wir quasi den Hauptsitz von Lancôme, die Domain von Lancôme. Security kam direkt raus. Was wollt ihr, Bratans? So, jetzt geht's aber weiter zurück nach Cannes, ne? Nee, zu Le Domaine de Manon. Und dann geht's nach Cannes. Okay, de Manon, was auch immer das ist. Das sollen Blumenfelder sein. Wo laufen die jetzt hin? Schön Klöße dazu, ist gut. Willst du noch Milch? Nee. Ich glaube, ich nehme die Pizza Peperoni. Meine Mutter kann es halt gar nicht. Also die Schwestern von ihr haben auch Moslems geheiratet, da müssen sie sich auch bedecken und alles. Meine Mutter kann es halt gar nicht. Mach das weg. Was für Kopfdruck. Ja. Okay. Ach, doch. Ich hab da halt nicht reingefasst und alle zwei halt Uni.
dir das Lied zeigen wollte. So. Und wie ist deine Cannes Experience? Ist es die Lamborghini Yacht? Nee, ich glaube nicht. Die Lamborghini Yacht sieht ein bisschen brachialer aus. Aber die muss hier irgendwo sein. Ich glaube, das war ein Gerücht. Nee, ist kein Gerücht. Sicher. Die Denise hat das gesagt. Ja, aber vielleicht haben die sich da vertan. Warum das ist denn? Keine Lamborghini. Wie sieht denn die aus? Aggressiv wie Lamborghini. Aber die ist doch aggressiv. Nee, die kommt in so einem matt-schwarz. Gleich das Armani-Café. Leider haben wir es nicht geschafft, dahin zu gehen. Schade. Nein. Ihr habt gar keine Angst. Ihr sitzt hier. Die Möwe.